Kommen wir nun zu unserem Hauptgang, ein Pastagericht, und zwar Nudeln in Hasenform. Sieht tatsächlich aus wie ein Hase. Dazu haben wir eine gebratene Riesengarnele, ein Rucola-Pesto und was Crunchiges, ein Parmesan-Chip. Ein kleiner Geheimtipp, ich gebe in mein Kochwasser immer noch eine kleine Scheibe Ingwer mit dazu. Das raut die Oberfläche der Pasta etwas auf und die Soße bleibt später besser an der Nudel haften. Zur Pasta machen wir eine schöne Rucola-Pesto. Die Pinienkerne rösten wir uns vorher kurz an, damit die Aromen besser aus der Pinienkerne rauskommen. Geben gute Handvoll Rucola in den Topf. Ordentlich Olivenöl mit rein, Knoblauchzehe, Parmesan und ordentlich mixen. Wenn man merkt, dass das Pesto ein bisschen zu fest ist, einfach mehr Olivenöl dazugeben. Dann ergibt sich da auch eine schöne sämige Masse. Unsere angerösteten Pinienkerne geben wir jetzt weiter rein in die Masse. Einmal kurz durchmixen. Unser Rucola-Pesto ist jetzt fertig. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um unsere Riesengarnelen. Jetzt bereite ich die schon mal vor, damit wir sie später nur noch in die Pfanne werfen müssen. Ich würde eine Garnele nie komplett schälen, immer das letzte Segment dran lassen, denn das Auge isst ja immer mit. Nehmen jetzt davon, ja, pro Person 3 Stück. Was uns jetzt noch fehlt bei dem Gericht, ein schöner, großer Parmesan-Chip. Dafür brauchen wir eine kleine Pfanne, etwas Backpapier, damit der Käse nicht an der Pfanne festklebt. Die habe ich so auf mittlerer Stufe, Stufe 6 circa, nicht zu heiß, damit euch das Backpapier nicht verbrennt. Und man sieht jetzt schon schön, wie der Käse schmilzt. Jetzt holen wir das Ganze raus. Achtung, vorsichtig, nicht verbrennen. Ich brauche jetzt nur noch warten, bis er schön auskühlt. Und dann kann man es auch schon abziehen. Dann hat man einen schönen, großen Parmesan-Chip. Los geht's mit unserer Garnele. Die Pfanne ist heiß. Etwas Olivenöl gebe ich noch mit dazu und die Garnelen. Von jeder Seite circa eine Minute. Und dass das Ganze auch so einen richtigen mediterranen Touch bekommt, gebe ich etwas Knoblauch, etwas Thymian. Schwenkt die dann schön durch. Vorsicht bei der Garnele, nicht zu lange garen. Ich würde sagen, von jeder Seite vielleicht eine Minute. Perfekt, super. Die Nudeln habe ich aus dem Wasser genommen und jetzt ganz zum Schluss gebe ich noch etwas Olivenöl mit dazu und würze sie mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann können wir auch schon anrichten. Unser Hauptgericht ist fertig. Hasennudeln mit Rucola-Pesto, Riesengarnelen und großen Parmesan-Chip. Guten Appetit!